subscribe! Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. Das letzte Mal hatte ich mit Luke Skywalker gespielt, was ich ziemlich schwachsinnig fand, da es nur ein kurzes Level war und ja, so ein kurzer Charakterwechsel finde ich eigentlich sehr unnötig. Ich meine, man hätte auch Dell spielen können. Und Luke wäre einfach nur da dazugekommen. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist... Kennen wir schon alles. Wir finden Protektorat Glenn im Archiv. Mir nahe. Wissen Sie noch, wo es lang geht? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wieso kann ich nicht rennen, Alter? Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrt. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Was macht ihr denn da? Wir sollten sie beschützen. Okay, gut, also... Da ich leider nicht rein kann, kann ich halt schneller nicht die Karte erkunden. Deswegen gehe ich jetzt da nicht nach hinten. Ich möchte jetzt hier keine Zeit verplempern. Ja, jedenfalls, also wie gesagt, ich fand die Mission mit Luke Skywalker ziemlich unnötig. Da ich ihn ja, wie gesagt, kurz gespielt habe. Und ja, was bringt mir eigentlich das? Bin ich eigentlich hier richtig? Na, da geht's ja eigentlich nicht weiter, also. Aber hier ist doch zu. Ah. Jo. Hallo. Was machen die denn da? Erzähl weiter. Ah ja. Warum machen die denn das? Nein, lass mich rein! Muss ich hier durchnehmen, ne? Hä? Oh. Ah ja. Wieso kann ich jetzt noch nicht rennen, Alter? Ich möchte rennen. Ich weiß nicht, diese Maschine erinnert mich an das eine Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. So ein Multiplayer-Game. Wo dann auch Roboter... Versuchen Sie nicht, Vardos zu verlassen. Flugabwehrstellungen werden ungenehmigte Luftfahrzeuge zerstören. Bleiben Sie zu Ihrem Schutz zu Hause. Hallo? Wieso schubst er mich weg? Hallo, bist du wahnsinnig? Das eine Spiel... Mann, wie heißt denn das? Ich glaube irgendwas mit Zero, oder? Bin ich hier richtig? Er steht da. Spezialeinheit. Durchlassen. Hey. Naja, jedenfalls, wo dann auch Roboter halt die Menschheit angreifen und so weiter. Dann nach hinten. Wirklich wegen einer Person? Zivilisten könnten sterben. Richtig. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahres. Aber Glenn verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Glenn leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leiden zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Fast. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asch beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht.
Agent stand da nur. Oh, was? Jetzt kann ich auf einmal rennen? Das ist hier verdächtig? Kann man hier rauf? Ja. Nein, kann man doch nicht. Ha. Schade. Aber ich kann nicht weiter rennen. Ich kann auch nicht springen, bemerke ich gerade. Gibt's hier noch irgendwas? Kannst du dich runterschubsen? Kommt ihr Bein? Also es geht da oben weiter, ja? Das sieht aus, als würde gleich eine Apokalypse kommen. Ach ja, apropos Dell. Fällt mir gerade so ein halt. Ich habe herausgefunden, weil es mich dauernd verwirrt hat, dass immer, wenn er was sagt, dass da unten Dell steht und die anderen halt ihn Miko nennen. Dell und Miko ist sein Name, also das ist sein vollständiger Name. Also der heißt Dell Miko. Sie sagen nur seinen Nachnamen und Dell ist sein Vorname. Ich habe mich mal da genau erkundet. Und jetzt runterrutschen. Nein. Lassen wir es mal. Also hier gibt's gar nichts, okay? Bitte fahren Sie fort. Ja. Oh. Wurde aber auch Zeit. Aggressiver. Erdreißigen Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel was? Erreicht. Bewegung bleiben. Ah, jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Ist die hässlich? Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier, sie sind unwichtig. Los. Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los. Los! Oh, was soll das? Nein, nein, nein! Hask! Das ist nicht unsere Mission. Ich wusste es. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein. Nein, nein, komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Oh ja. Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen, allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht, tu das nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Denn das... das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das denn? In dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Hask? Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Warum Hask, Alter? Ich wusste, also... Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Okay, also das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass der, dass Garrett sagt schon. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So Aidens Vater ist. Ich bin bereit, Commander. Kann ich da noch durchgehen wenn oder? Wenn sie sehen, gibt's Ärger. Okay, ich hab's gehört. Wenn ihr mich sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle, reich sicher. Wenn ihr die Deserteure seht, sofort Feuer. Neue Befehle von oben. Zwei Agenten. Feuer frei. Neue Ausrüstung. Ah!
Hey, wo? Bin ich überhaupt hier richtig? Du bist Abschaum. Nichts daran hat mir gefallen. Das war's? Aber es war notwendig. Sie hätten uns getötet da. Schon okay, Kumar. Gehen wir. Los jetzt. Ich wollte da nicht runter. Hier, wir entsorgen mal schnell die Leiche. Okay, also... Na, stimmt. Das hatte ich vergessen noch zu erwähnen, was letztens noch passiert ist halt. Dem einen hatte ja die Mission bekommen, diese komische Spinne oder was ist das? Jedenfalls ist sie verdammt hässlich und mir gefällt sie schon mal gar nicht, wie sie da geredet hat. Ja, und dann... Der Admiral hat dann ja... Also nachdem er Aiden herausgefunden hat, was los ist. Ah. Ja. Hat der Admiral Husk zu sich gesprochen. Und ich wusste, dass da irgendwas noch kommt. Warum Husk? Warum tust du das? Ist ihm wirklich das Imperium viel wichtiger als seine eigene Heimat? Also... Hacken. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Schade, dass Hesk ein Verräter ist. Oh, der ist ja voll niedlich. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funken. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Ich wollte ihn da nicht abschießen. Da ist noch irgendwas. Oh, was ist das? Du musst was hacken. Bin ich das hier wirklich bei diesem komischen Spiel da? Ja, wir sind da nicht, also wir sind nur diese Position. Ach, da kommen welche gerade. 3 Stück. Warum musst du so rumpeln? Wenigstens ist Dell auf unserer Seite. Was heißt denn der? Das ist eine Sie. Oder meint ihr mit der Verräter? Mann, Alter, ich hab doch das scheiß Teil hier abgeschossen. Oh, der ist aus irgendeinem Grund gestorben. Oh, scheiße. Aber ich hab's mir auch irgendwie schon gedacht bei Aiden, dass sie es irgendwie nicht zulassen würde. Ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Geht's hier nicht weiter? Ach, da. Die habe ich gar nicht gesehen. Wieso benutze ich einfach den Fahrstuhl? Ah. Ich kann mir gut vorstellen, dass noch ein böser Bosskampf vielleicht gegen Hess kommen wird. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Los! Ah, da sind welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Da sind die Truppen. Ich weiß nicht, habe ich die schon gezählt? Ja, doch, die habe ich schon gezählt. Ich glaube, 9 sind es. Meine Fresse. Gerade umgedreht und dann ein Schuss in die Fresse. Was denn das? Mann. Ich hasse es, wenn es sich immer so schnell bewegt.
Eigentlich habe ich doch daneben geschossen, oder nicht? Oh, was ist das hier? Droide, hack das Teil. Oh Mann, ich hasse solche Teile, wo man sich nicht bewegen kann, aber ich sehe es auch immer wiederum nicht, dass man da dem Moment was ausrüsten kann oder was verändern kann. Ah, ich fühle mich jetzt gerade, als wären wir gerade im Krieg. Ich meine, wegen der Sirene. Dell! Deswegen haben sie auf mich geschossen. Weil du zu mir gegangen bist. Ah, da ist er kitzelt. Oh. Ah, hier waren wir. Also, da sind wir gerade. Das ist die falsche Richtung. Mann, ich hasse auch sowas. Wer hat wirklich sowas eingefügt? Wieso machen sie nicht einfach so eine Art Grauzone, dass da nicht weitergeht? Denn wo soll ich mal wissen, wo dann ungefähr die Karte endet? Ohne Witz, das ist doch extrem lächerlich, dass man hier nicht einfach in Ruhe herumgucken kann. Das ist einfach Bullshit. Oh. Warte mal, die beiden haben ja keine Helme auf, deswegen sehen sie die. Wo sind eigentlich die Helme abgeblieben? Drainage aufgenommen. Fast 20 Minuten schon. Krass. Ach, cool. Ich dachte, es wäre eine Waffe. Also es ist schon eine Waffe, aber ich dachte, so eine Schusswaffe. Scheiße, ich habe mich verdrückt. Ich habe gerade Agent Versio und Agent Miko gehört. Sind jetzt Feind. Schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Ah, okay. Einmal hacken. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Alter! Entschuldigung, aber das sah so lächerlich aus. Diese Waffe mag ich jetzt schon. Habe ich jetzt alle drei ausgeschaltet? Da waren noch drei, oder nicht? Oder waren es nur zwei? Ich habe... Okay, dann habe ich zwei auf einen Streich erledigt. Gut. Was ist das? Ach, das! Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. 4, 5, 6, 7, 8. 8, ja. Ach, die sind gleich da oben. Okay, dann gehe ich mal hier unten lang. Ach, Klappe. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist es noch dieselbe Stelle? Ja, das ist sie. Und von der anderen Seite. Der ist ja gleich hier. Du hast das gesehen.
ich irgendwas holen? Los, Druide. Ach, ist schon wieder dieser Scheiße. Ich weiß doch nie, was ist. Granate. Nein! Was? Ich wurde nicht getroffen? Sind da welche? Ich wollte jetzt gerade nicht schießen. Oh, nice, wieder Lied. Hab ich jetzt die Person getroffen? Nein. Wieso werde ausgerechnet ich angeschossen? Meine Güte! Bist du? Wow! Der ist ja voll gegen mich abgeprallt. Sind hier noch welche? Habe ich hier nicht eigentlich nicht jemanden abgeschossen oder ist er hier runtergefallen? Oder sind die Leichen jetzt weg? Der Kampfläufer. Die Kanonen sind da nach oben, ja? Die Flugabwehr fertig. Was ist hier? Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren okay, wir die Flugabwehr im Sektor. Was? Dell, was machst du da? Du machst meinen Plan kaputt. Ach, Scheiße. Vor allem, der ist viel näher dran und ich ausgerechnet, ich werde abgeschossen. Gut, kapern. Auch wenn ich schon ein bisschen über der Zeit bin. Hey, wir haben wieder Imperialfunk. Geben Sie mir die Korbe. Was? Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut. Nice. Hast du Truppen schicken, um die Korvette einzunehmen? Ja, Commander. Ich bin dabei. Lass sie noch sagen. Vorsicht mit dem Sturm. Okay. NTST. Ich habe mal zwei Schüsse drauf und dann muss es sich kurz laden. Ich erledige es. Wir müssen die Zivilisten von Bardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet. Lass noch eins. Dann überlegen wir uns einen Plan.
Und was wurde ich, werde ich denn jetzt angeschissen, wollte ich schon sagen. Angegriffen. Hi, Jäger. Der ging schnell kaputt. Ich sehe fliegende Menschen. Und noch einer? Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Na, jetzt nicht nur das. Schießen. Oh nee, oder? Ich habe noch wenig Lebenspunkte. Weiterfeuern. Wir können sonst nirgends hin. Wir haben es fast geschafft. Und noch einer, Alter. Es reicht auch. Ich bin fast tot. Gute Arbeit, Commander. War es das jetzt oder kommt noch irgendwas? Corvus, wir sind fast da. Schnell, Commander. Ja. Nein. Einen über uns. Was? Natürlich, ausgerechnet jetzt passiert sowas. Okay, jetzt geht es anscheinend zu Fuß weiter. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Commander. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Gut. Na, dann werde ich jetzt erstmal hier beenden. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Eine halbe Stunde fast. Ich hoffe, dass die Aufnahme was geworden ist. Aber dennoch war es ein bisschen lustig halt. Und ich möchte auch so oder so ein bisschen vorankommen. Ich meine, die ersten circa 20 Minuten oder so war ja kaum was. Ja, schade um Hesk, dass er ein Verräter ist. Kann man halt nichts machen. Aber es war mir auch irgendwie schon klar, dass er irgendwas mit dem Admiral was abgeklärt hat. Schade. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie es weitergeht mit Aiden. Und mit Dell, wo die jetzt hingehen. Ja. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen hier, in diesem Part. Dann, bis zum nächsten Mal. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt kommt langsam wirklich mal die Action. Tschüss.